euch zum Grußer. Letzten Part haben wir das Arbeitslager, die armen Sklaven gerettet und sie dann von einem Troll zermatschen zu lassen. Denn wir haben auch einen Troll besiegt, ist das nicht toll? Ja, der Troll hatte, der hatte eine übermäßige Stärke. Da brauchte ich natürlich ein paar, in Anführungszeichen zu helfende Bauern, die mir, Dunkler Herr, in der Hoffnung, dass ihr Mitleid mit uns habt, bieten wir euch unsere schönste Jungfrau. Oh, ist das nicht nett. Ich bin keine Jungfrau. Warum nennen Sie mich wohl Heuhaufen, Hanna? Sie weiß nicht, was sie sagt. Euer herrlicher Anblick verwirrt sie, Lord. Wir könnten im Turm ein paar Diener gebrauchen. Sie könnten ein wenig putzen. Die Brotgrube ist ziemlich dreckig. Oh, wie praktisch. Oh, willst du mal kurz stehen bleiben? Bleib mal kurz stehen. Bist du so nett? Bist du so nett? Danke. Ja, wo hat uns ja auch noch eine gerade, sehe ich gerade. Ja, wo wir schon mal hier sind. Können wir das auch nochmal gleich machen, ne? Dann machen wir schon diese Mission als erstes. Letzte Part haben wir übrigens Rauschingen besucht. Die waren wohl nicht sehr erfreut, dass ich ihre Frauen getötet habe, ihre Häuser verbrannt habe und so ungefähr so. So, naja. Die sind einfach nicht glücklich, sagen wir mal so. Ich komme nicht mit euch, Schafmörder. Oh. Okay. Und du kommst ja auch nicht mit uns. Du. Mir fällt nichts ein. Mir fällt nichts ein. Schäfchen. Schäfchen. Die Schergen brauchen wir so. Ja. Die Lebensenergie brauchen wir alle. Brauchen wir. Alles brauchen wir. Boom. Okay. Dann haben wir schon mal zwei gefunden. Ob hier unten noch eine ist? Ne, ich glaube ja nicht, oder? Ne, hier unten kann eigentlich keine sein. Also in meiner Erinnerung ist hier keine. Nee. Ich habe jetzt einen totalen Umweg genommen. Ich glaube, das Tor kann man auch unterlassen irgendwie. Ich weiß mal. Oh, doch, hier ist doch einer. Aha. Rausching ist meine Heimat. Lasst mich hier. Okay. Die zappelt so. Ich würde dich gerne hier lassen, aber meine Schergen, ne? Ich kann nichts gegen meine Schergen tun. Ich habe keine Befehlsgewalt über die. Deswegen nehmen sie dich einfach mit. Tut mir leid, ich hätte dich hier gelassen. Da bin ich jetzt ganz ehrlich. Also meine Schergen, also, ne? Ich kann da nichts gegen meine Schergen tun. Ich bin ihr armer Diener. Ich bin der Sklave. Und tschüss. Ne, nimm den beim bösen Sarkasmus nicht ernst. Das ist ein Spiel. Rauschingen gehen wir später rein. In Rauschingen. Ja, andererseits, wir können auch jetzt schon da reingehen. Die alle sind uns sowieso nicht so wohlgetan. Oder? Seid ihr nett? Naja. Ihr wollt nicht mich, sondern meine Schwester. Sie ist die Hübschere. Okay. Wenn du das meinst. Och, die transportieren sie schon so richtig. Hoffe ich. Still, die dunkle Hand der Tyrannei nähert sich. Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist ja geil. Still, die dunkle Hand der Tyrannei nähert sich. Sophie, ich glaube, hier oben müsste eigentlich auch eine Frau sein. Ja. Ich habe gehört, was ihr getan habt. Ihr Scheusal. Und die hat Nudelholz als Bewaffnung. Ja, warum nicht? Also mit Nudelholz kann man auch sehr viel reißen. Besonders, wo ich hier keine Axt habe oder so. Nein, also... Ein Nudelholz funktioniert sicherlich ganz hervorragend. Möchtet ihr, dass wir jemanden für euch verprügeln? Oh, das ist mal nett. So, was ist mit der da eigentlich? Nee, die ist freundlich. Schade. Ihr seht besonders groß und beeindruckend aus, Herr. Danke. Ah, da ist noch eine. Ich glaube, einen von denen müssen sich an den Häusern verdienen. Haltet mir diese Kreaturen vom Leib. Ihr könnt meine Frau haben und meine Schafe noch dazu. So freiwillig? Oh, ist aber nett. Ja, danke, Mann. Dafür lasse ich sie am Leben. Das ist aber sehr nett von dir. Dass ich deine Frau und dein Schaf umsonst bekomme, das ist mal voll lieb. Habe ich so viel Angst an denen eingemacht. Oh. Boom. Noch vier Frauen.
Ja, tut mir leid. Ey, wie die rumzappeln. Aber die schleifen sie auch förmlich da durch den Boden. Und du stirbst jetzt, weil du eine Frau angeboten hast. Ja, sowas macht man nicht. Man bietet keine Frauen fremden Overlords an. Das ist mal nicht sehr nett, was der Bauer tat. Die sind keine Objekte, die man mit sich rumtragen kann. Und zum Putzen anheuert. Vor allem in den dreckigen Turm. Was die Schergen aus irgendwie... Also ich glaube nicht wirklich an die Fähigkeiten der Schergen, dass sie einen Turm reparieren können. Mich wollt ihr nicht. Mich juckt es überall. Pers, doch perfekt. Da wird sowieso sauber gemacht. Dann wird ich noch gleich mitgewischt. Boah, das klingt irgendwie so schlecht, wenn ich das sage. Hallo, Freunde. Das sind ja nur drei. Ups. Ah, den könnt ihr auch nochmal gleich erwischen. Sag mal, wie viel hält denn der Bauer aus? Ist ja grauenhaft. Drei Frauen. Ich weiß, eine fehlt mir da noch. Eine ist nämlich da hinten. Damit kommt ihr bei mir nicht durch. Achso, da ist auch noch eine. Ups. Mein Fehler. Stell dich nicht so an. Die blockiert mir gerade den Weg. Da fehlt mir aber immer noch eine. Ach, ich habe eine Ahnung, wo die sein könnte. Ich weiß, wo die sein könnte. Glaube ich. So. Acht. Brauche ich noch eine und die andere. Da werden wir auch nochmal hingehen. Also, ich frage, wo ich diese Quest jetzt angefangen habe, bringe ich die auch zu Ende. Bevor wir jetzt mit was anderem beginnen. Ich kann halt echt nicht reden. Mein Bruder wird euch dafür bestrafen. Okay. Ups. Dann soll er mich mal bestrafen. Ich bin besonders nicht beeindruckt von deinen Brüdern. Mein Bruder wird euch dafür bestrafen. Wo sind die? Ach, da. Wie viele Schergen haben wir denn eigentlich? 93. What? What? Wie haben wir das denn gemacht? Oh, ein Helm. Wie haben wir das denn gemacht? Wieso haben wir so viele Schergen? Was raus muss, muss raus, ne? Ja, also die schämen sich überhaupt nicht, das vor ihrem Meister zu machen oder in der Öffentlichkeit. Die sind wohl sehr freizügig unter sich. Ich meine, warum nicht? Ja, wenn man muss, dann muss man. Ich pinkel auch gerne einfach so draußen in der Öffentlichkeit rum, wenn ich zu viel getrunken habe. Nein, natürlich nicht. Ich habe gemerkt, heutzutage nehmen die Menschen viel zu viel ernst. Und seht mal, der eine Scherge hier vor mir, der hat den Nasenring von dem Troll. Jo, das ist mal ein fetter Klunker. Der Saft, das ist immer lustig. So, uns fehlt nur noch eine einzige. Ich glaube, die müsste irgendwo im Felde sein. Also hier links irgendwo. Den Anfang kenne ich eigentlich komischerweise recht gut hier in Overlord. Das wundert mich ein bisschen. Also ich habe das Spiel eine Weile lang nicht gespielt. Und den Anfang hier kenne ich wirklich recht gut. Und das wundert mich wirklich ein bisschen stark. Aber ansonsten, ich verspreche euch, das Spiel ist so gut wie blind eigentlich. Also je nachdem, was man in Erinnerung vorgerufen wird. Aber ansonsten ist das Spiel schon ein bisschen blind. Aber dass sie mich... Still, die dunkle Hand der Tyrannei nähert sich. Still, die dunkle Hand... Vorsicht! Das ist das einzige Stück Land, das wir vor den Halblingen retten konnten. Aber bis zur Ernte dauert es noch Monate. Bis dahin sind wir verhungert. Da draußen sind immer noch Halbling-Patrouillen unterwegs. Sie scheinen etwas in der alten Werkstatt versteckt zu haben. Okay. Findet den ersten Schmelzofen. Jo, wo wir schon mal hier sind, können wir das auch gleich mitnehmen. Ich meine,
wo wir schon mal da sind. Können wir auch schon mal hoch. Ach so, warte mal, nein, das ging ja nicht. Das ist einer unserer Schmelz. Und diese Teufel haben rote Schergen gefangen genommen, mit denen sie ihn anfachen. Sie müssen in den Tunnel unter Buschingen gefangen sein. Wir müssen das Feuer löschen, damit wir ihn tragen können. Dafür müsst ihr aber Rote herbeirufen können. Wir brauchen das rote Schergennest. Seht ihr, entweder habe ich jetzt bei der Sequenz gerade nicht aufgepasst, oder ich habe das schon vergessen. Die Rote können ja Feuer löschen. Na, seht ihr, da lernt man doch immer wieder was Neues. So, die eine Frau müsste hier sein. Ja, da unten ist sie auch. Oh, wie toll. Ist das nicht schön, wenn alle sich zusammenfügt? Erstmal öffnet mal das Ding hier. So, hier gibt es nämlich Kampfböcke, die mich mit Freuden attackieren. Nein. Nein, doch, du kommst mit mir. Ich ermorde keine Schafe. Die Schafe ermorden mich. So, auf dieses Blöcke hier. Macht sie alle und den Rest auch noch mit. Ich meine, wo wir so schon mal hier sind. Wir können ja schon mal so ein paar hundert Schafe mitnehmen. Diese Schafsmenge werden wir sowieso später alle gebrauchen. Beziehungsweise die Lebensenergie, also die Schafe nicht, aber... So, die nehmen wir natürlich nochmal mit. Gut. Dann ihr auch noch. Kommt doch natürlich alle mit. Ich kann euch aber schlecht hier alleine lassen, Schäfchen. Ich nehme eure Essenz, eure Lebenskraft. Es dient für einen guten Zweck. Irgendwie voll lustig. Mit den Töten von Schafen kriegen wir neue Leben. Neues Leben. Wir schaffen mit Tod Leben. Wir sind Gott. Und tot. Perfekt. Ich werde dann nochmal in den Turm gehen und nochmal speichern. Denn das Spiel speichert nicht automatisch. Und wenn ich einmal sterbe oder... Ja. Ihr habt die Bauern das Rauschingen überredet in euren Turm... In euren Turm... In eure Turm? Für euch zu arbeiten. Ja, also wir haben die ganz gut überredet. Finde ich auch. Ja. Vor allem überredet. Gut. Dann nochmal speichern. Weil es gibt hier kein Auto speichern oder speichern irgendwo mitten auf dem Weg. Wenn ich sterbe, muss ich das nochmal machen. Ein Ovaler braucht immer Diener. Ja. Auf jetzt, los. Es gibt genug zu tun. In diesem Turm sammelt sich innerhalb kürzester Zeit jede Menge Staub an. Und wenn eine von den Damen mich mit Trauben schaffen möchte, hätte ich nichts dagegen. Ave! Hallo? Ja? So, der hat noch weiter... Na egal, jetzt habe ich es glaube ich unterbrochen. Warum sind das vier? Beschafft euch eine Mätresse, findet gestohlene Essensvorräte, findet den ersten Schmelzofen und die roten Schergen. Gut. Mal sehen, was wir als erstes finden können. Ist es ja so, dass der Oberlauer Zauber hat. Wo ein Zauber ist, weiß ich noch. Den Rest muss ich, glaube ich, nochmal suchen. Ne, ich weiß nur, wo ein Zauber ist. Bisschen blöd. Naja. Das ist ja eigentlich, ich will wahrscheinlich nicht zu viel verraten. Also, wie gesagt, also das Spiel, das habe ich vor letztes Jahr gespielt. Es ist aber doch wirklich ein bisschen blind. So einige Sachen kann man sich echt nicht mehr erinnern. Ihr tut einer armen Frau doch nichts. Nein. Ihr seht heute besonders böse aus, Herr. Ich will, also wenn ich jetzt sie wieder angreife, da stürzen sich mir hier alle Bauern in den Weg. Ihr könnt meine Frau haben und meine Schafe noch dazu. Ja, das ist, wie gesagt, sehr nett von dir. Aber heute passe ich. Heute muss ich leider passen. Tut mir leid. Oh, das sind aber ganz schön viele. Wir machen das. Kann ich euch ein schönes Glas Kürbisbier besorgen? Oh, das wäre aber sehr lieb von dir. Wir locken die mal alle herein. Juhu. Aua. Juhu.
Kommt mit. Mich knechtet ihr nicht. Ja, gut. Hier sind. Hier. Schnappt ihn! Ja, schnappt ihn. So, jetzt reicht's. Ah, kommt mit, kommt mit. So, das schafft ihr. Ich zähle auf euch. Gut. Das hat ja doch gut funktioniert. Ich bin stolz. Das hat doch ganz, es hat wirklich ganz gut funktioniert. Ich habe nicht erwartet, dass es das so leicht ginge. Ich habe eigentlich erwartet, dass die ganzen Bauern hier drauf gehen gegen die Hobbits. Aber anscheinend haben wir sie unterschätzt. Einmal kaputt machen, bitte. Und das Geld nochmal natürlich mitnehmen. Denn wir haben echt wenig Geld. Die brauchen ein bisschen mehr. Und da oben sind noch mehr. Ah. Hier waren auch noch was. Genau. Das hier findet man eigentlich nicht. Nicht einfach so. Und da können wir sie eigentlich sowieso nichts mitbringen. Oder doch? Hat da wirklich jemand gerade irgendwas mitgebracht? Na gut. Ja, ich bin froh. Jetzt, meine Schergen sind jetzt auch alle mit Rüstung bewaffnet. Zwar nicht mit schönen Lederfetzen, aber die haben wenigstens alle Rüstung. Wenn ich jetzt einen einzigen verliere, dann raste ich aus. Dann gibt's, dann spuck ich Feuer. Und hier ist noch ein Zauber. Glückwunsch, Herr. Ihr habt einen neuen Dominationszauber gefunden. Hab ich das? Also wie gesagt, wenn das Spiel wird noch für mich blind. Der Anfang, der liegt mir irgendwie ganz gut in den Kopf. Aber das Spiel ist mir eigentlich schon recht blind. Ich habe halt zwei Anläufe dafür gemacht, deswegen nicht wundern bitte. Das Ding leuchtet voll lustig. Und dann bin ich dann an so einen Alien-Kopf. Hey. Hey. Au, tut dir nicht weh. Ruhe. Der Ruhezauber verlangsamt sich nähernde Gegner, sodass ihr mehr Zeit habt, sie zu töten. Gut. Das klingt doch sehr gut. Das speichern wir doch mal. Ja, nochmal hinterkratzen. Mach ich auch ganz gerne. Nee. So einer bin ich nicht. Ich kratz mich nur unter der Dusche. Naja. Ja, 127, oh Gott. Wie haben wir das denn geschafft? Boah. Wie haben wir so viele Sterne gesammelt? Doch nicht durch Schafe töten. Das ist ja schon ziemlich krank irgendwie. Haben wir so viele umgebracht? In drei Parts. Das ist schon Wahnsinn. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht gut. Ich höre hier wieder die Hobbits herumbrüllen. Ich hoffe, sie stehen da jetzt nicht. Ansonsten renne ich sofort weg. Da oben sind die ja schon wieder. Oh. Na, das machen wir anders. Das machen wir so wie gerade eben. Als sehe ich so aus, als würde ich in die hineinrennen. Ah, da könnt ihr knicken. Ja, da machen wir ein bisschen Ausdauersport. Der Overlord könnte ein bisschen Fitness gebrauchen. Ich meine, das ist ja nicht so, dass er hier so pausenlos rumläuft. Ich meine, solche Konditionsprobleme hätte ich nicht. Ich würde rennen und nicht laufen. Ha. Da gibt es einen dicken Unterschied zwischen Rennen und Laufen. Wartet mal hier alle. Ihr seht heute besonders böse aus, Herr. Danke. Ich bin euer demütiger, kriechender Diener, Lord. Dann kriech mal. Ah. Kommt mal mit. Ihr sollt mal mitkommen, habe ich gesagt. Mich knechtet ihr nicht. Doch, doch. So, jetzt mach mal Platz. So, ein bisschen mithelfen. Und draufhauen. Wir sind es nicht wert, von euch eingeäschert zu werden. Oh, ihr werdet auch nicht eingeäschert. Ihr helft mir nur beim Kämpfen. Das ist ein totaler Unterschied. So, das machen wir selber jetzt auch mit den weiteren... Oh, Mann, jetzt ganz schön wenige. Die Zeit ist eigentlich schon wieder rum.
Aber wir locken nochmal diese Hobbitze hier an. Diese, 5 weiteren. Kommt mal mit. Seid brav. Ja, ja, weiter, weiter, weiter. Immer schön mitkommen. Archibald, du könntest mir auch mal helfen. Ah. Muss meine Stärken auswählen. Lauft! Ein bisschen weiter weg. So. Attacke! Los, Schergen! Helft den armen Bauern! Okay. Haben wir das nicht hervorragend gelöst? Solche Ideen müssen ja erstmal kommen, ne? Die meisten würden jetzt einfach nur blind da durchrennen. Das könnte ich mir... Oh, hoppla. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Dass die meisten einfach so durch die Hobbits durchrennen würden. Aber auf Legendär ist es ein bisschen anders. Okay. Aber ich würde sagen, das war's für diesen Part. Gebt ein Like oder einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Overlord Wasting Hell. Ade.